gerne schön schimmelige Scotch. Sieht man zwar nichts, aber man sieht es ja hier schon. Jo. So, Kassette offen. Hier sieht man noch mal schön. Jo. Schön schimmelig. So, einen richtig krassen Schimmel habe ich erstmal hier durchgezogen durch diesen Spätus getränkten Lappen. Und die krasse Stelle ist jetzt erstmal behoben. So. Ja, und so werde ich dann jetzt versuchen. Und den Lappen natürlich werde ich dazwischen halten und dann gucken, ob man es auf diese primitive Art sauber bekommt. Achso, ja, dieser SVR 4004 ist defekt. Ich habe die Motoren mal eben kurz abgekoppelt und an einen losen, mit einem losen Kabel verbunden und mit diesem Labormessgerät. Den SVR hier, dem passiert schon nichts dabei und dem hier sowieso nicht, der ist nur zum Abwickeln, das ist ja mal ein guter. Der wird hier nur zum als Abwickler missbraucht, was ihm aber nichts ausmacht. Jo. Und das Ganze in Action. Läuft hier durch. Wickelt hier auf, wickelt hier ab. Ah, bin mal gespannt, ob das was bringt. Ja, Kassette wieder zusammengebaut. Ja, und der große Test folgt jetzt gleich nun. So, hier haben wir unsere Schimmelscotch. Ja, schauen wir mal, was sie jetzt macht. Und... Yes. Erst Leim aufpinseln, dann Marmorkolor aufstreuen. Bilder aus geriebenem Marmor auf Echtholz. Marmorkolor. Guten Abend, ich bin Klaus Hansen, einer von 35.000 Mitarbeitern der Volksfürsorge. Auch wenn es ums Bausparen geht. Wir haben für alles eine. Ja, die Reinigung hat sich gelohnt. Vor wenigen Monaten noch haben wir geplant und kaum geglaubt. Kassette läuft. Ja. Gucken, ob das mit den anderen Kassetten auch so gut klappt. Na, schauen wir mal. Ja, zu guter Letzt wollte ich noch eben zeigen, wodurch ich das Band laufen gelassen habe. Das ist einfach durch Küchenrolle, aber durch die Rückseite, die ist nämlich rauer. Ich hatte auch Brillenputztücher hier, aber die habe ich gar nicht benutzt jetzt für das Scotchband. Das ging auch hier alles mit der Küchenrolle. Ja, mal gucken, wie es mit den nächsten Bändern ist.